Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antriebe sind unser Thema. Wir sprechen über verschiedene Betriebsarten von Antrieben. Das letzte Mal gesprochen wir über einen ununterbrochenen Betrieb ohne Einfluss irgendeines Anfahrvorgangs. Heute sprechen wir über einen ununterbrochenen Betrieb mit Einfluss eines Beschleunigungsvorgangs. Anfahren darf man ja nicht, weil es ist ja kein Stillstand. Eines Beschleunigungsvorgangs und elektrischen Bremsen. Gell? Also mit Beschleunigungsvorgang. Und elektrischen Bremsen. Wir haben wieder irgendwo eine Leistung, auf der wir uns normalerweise befinden. Ja, ich zeichne jetzt die einfach irgendwie ein hier. P7. Ja, auf der befinden wir uns. Okay, und dann wird einmal bremst, dann wird die Leistung abgeschaltet, es wird gebremst, negative Leistung, und dann gibt es keine Stillstandzeit, sondern dann wird gleich wieder beschleunigt. Beschleunigung, Park, und dann fahren wir wieder Zeit auf der Leistung. Und dann bremsen wir wieder, beschleunigen, fahren eine Zeit auf der Leistung. Bremsen und so weiter. Das ist das Spiel. Das Lastspiel. Ja. Also wir haben auch hier wieder praktisch eine Spielzeit, also wenn man das so nach unten ziehen darf. Also was haben wir da? Wir haben auf alle Fälle eine Bremszeit. Ja, was ist das? DBR. Ja. Wir haben eine Anfahrzeit. TA. Wir haben eine Betriebszeit. TB. Und wir haben eine Spielzeit. TS. So schaut das aus. Was passiert mit der Temperatur? Nun, hier haben wir aber vermutlich irgendwo einen maximalen Wert. Den kann ich mir wieder einzeichnen. Das ist der maximal erreichte Wert. Und der wird da sein. Ja, der wird da sein. Der wird mich halt da aufwärmen. Das wird schon ziemlich warm sein. Dann wird die Abkühlung verzögert. Ja, das wird jetzt so irgendwie ausschauen. Dann wird es mit der relativ schnell, dann machen wir es so halt, ja. Dann wird es mit der relativ schnell aufhören, wieder durchs Beschleunigen, und dann wird er wieder relativ flach rüberkommen. Da werden wir schon ziemlich am Endwert sein. So schaut das aus. Ja. Da werden wir wieder, ohne den Bremsen wird man hier steiler runtergehen. So wird das ausschauen in etwa, der Temperaturverlauf. Ja. Also wir sehen, diese Steigungen da, die sind schon relativ flach vor dem statischen Betrieb. Das bedeutet, ich bin da schon ziemlich in der Nähe vermutlich des Dauerbetriebs. Ja. Dauerbetrieb, haben wir gesagt, ändert sich gar nicht mehr die Temperatur. Und da sind wir schon relativ flach, und wenn wir sich die Temperaturkurve wieder überlegen, ins Gedächtnis rufen, dann ist es halt so richtig am Schluss erst. Also da werden wir schon ziemlich in der Nähe sein vor dem Dauerbetriebspunkt.
ununterbrochener Betrieb mit Beschleunigungsvorgang und elektrischen Bremsen. Ja. Aber wir fahren immer wieder auf die gleiche Leistung hin. Ja. Das nächste Mal werden wir sprechen über einen ununterbrochenen Betrieb mit einem Beschleunigungsvorgang, mit elektrischen Bremsen, aber wir fahren auf unterschiedliche Leistungen hin, das heißt vermutlich auf unterschiedliche Drehzahlen, ja, mit unterschiedlichen Drehzahlen. Wenn wir uns das anschauen. Auch hier gibt es wieder keine Lösung, vereinfachte Lösung der Differentialgleichung, weil es einfach auf die Zeiten drauf ankommt. Ja, also, für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.